So. Ja. Also, ey, ich bin so happy mit ihrem Game Boy. Ich habe ganz viel mit ihm davon gesprochen. Mit dem Game Boy? Mhm. Ist ein Bilder gefunden. Mhm. Irgendwie. Die sind mir nicht. Gehen rein? Geht ja nicht. Die sitzen nicht richtig. Finde ich. Oder? Okay. Vorher. Nachher. Keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Mal gucken, hat sich was getan. Ja, hallo Tommy, kann ich kurz das falsche Trittlager holen? Grüße Felix, wann dein Titel? Gerade hat es geklingelt. Ist er ja gleich in die Ecke oder was? Nein, der wohnt doch nebenan. Das ist schon schön. Der Felix mit Marie. Ach, der heißt Felix? Ja. Das ist schon schön. Oh, heute große Hausaufgabe. Hausaufgabenrunde für mich anscheinend hier. Regal bauen. Du kannst ja gar nicht schreiben. Kühlschrank entstopfen, Regal bauen, Deckenlampe reparieren, Glühbirnen tauschen. Siehst du, Papa konnte alles lesen. Also scheint ja wohl. Der Fehler eindeutig. Im System ich zu liegen. Nicht gut schreiben, das B sieht nicht gut aus. Das B? Da ist nirgendwo ein B. Doch. Oh. Bauen, da fehlt ein Strich. Das war aber das Einzige, was du lesen konntest. Egal, bauen. Ja, da oben gibt es nämlich eine Lampe. An der Decke, die ist auf Schwung eingestellt. Auf Schwung direkt. Beschleunigungsfix so. Schwing. Und dann. Hat bis jetzt aber noch nicht ausgelöst, leider. Schon seit letztem Jahr so. Weiß. Kurz nachdem die Saison angefangen hat. Nee, kurz vorher. Kurz vorher? Du hast noch überlegt, ob du es schaffst. Und dann war aber gleich, hat sich der Laden wieder gehabt. Dann hat mich der Laden in seinen Bann gezogen. Nicht mehr losgelassen. Oh mein Gott. Gut, jetzt muss ich die Lampe reparieren, weil die hängt da am seidenen, Faden. Was macht ihr da? Ich hol mal eine Leiter aus dem Keller und dann lasse ich die gackernden Hühner mal hier weiter gackern. Also wenn du so hängende Augen hast. Wie sie da sitzen und einfach abgabeln. Ich will auch mal. Was macht ihr denn? Morphen? Ach so, die Morphenbilder. Gut, bis gleich. So viel zum Thema Ausrahmlampen. Hm? Kannst du mir mal den Pinsel geben von da vorne, den Staubwedel? Den großen? Nur der kleine, da reicht ja. Muss der Staubwedel? Das ist ja ein Herz. Genau, jetzt müssen wir erstmal hier den hier. Zweimal musst du Glühbirnen austauschen. Ich muss überall Glühbirnen austauschen. Auch in meinem Zimmer? Ja. Oh, die funktionieren ja alle nicht mehr. Hier auch. Ausrahmglühbirnen, ja, die haben alle keine Leuchtkraft mehr, die Dinger. Unglaublich. Marlies? Kannst du mir helfen denn? Okay. Anu, kannst du mir helfen? Und zwar geht es darum, dass wir diese Lampenschirme abnehmen müssen. Ganz vorsichtig erstmal da unten hinpacken. Soll ich auf deine Seite gehen? Nein, du kannst sie mir hier abnehmen gleich.
Hier. Du musst nur einen Lampenschirm abnehmen, oder? Alle. Oh. Und den packst du da bitte andersrum. Wieso andersrum? Andersrum. Dann steht er besser. Genau, ganz vorsichtig. So, genau, deswegen, der muss nämlich gewaschen werden. So, die Glühbirne raus. Die ist nicht mehr gut. Aber die noch ein bisschen leuchtet? Die leuchtet eben nur noch ein bisschen. Warum ist sie denn gar nicht heiß? Die ist nur warm. Das ist LED. LED wird nicht heiß. Sondern nur ein bisschen warm. Achtung, die dann stoße ich gut festhalten. Richtig festhalten nochmal. Oder? Ja. Nee, da fehlen auch ein paar. Die Hälfte leuchtet nur noch. Das ist unglaublich. Warum? Die haben es aber lange ausgehalten. Nee, die haben es überhaupt nicht lange ausgehalten. Das ist das Problem. Ein halbes Jahr. Das ist für den Preis, finde ich, nicht in Ordnung. Beide Hände richtig festhalten. Ja, und abstellen. Gut. Das war's fürs Erste. Marlies, hast du noch einen kleinen Pinsel für mich? So einen rostigen großen? Ja. Ist der perfekt, ne? Jetzt müssen wir die waschen. Darf ich auch eine andere waschen? Mit der einen Hand drückst du es runter nur. Und dann drücken, runter, drücken. Und das machst du dann rechts rum. Genau, dann kannst du auch kurz drehen, nochmal. Drehst du kurz, dann ist hier weiter, richtig runter drücken rein. Dann lass mal. Nicht zu doll, aber so, dass du dich nicht verdrehst. Und richtig schön schrubben. Ab und zu mal. Ja! So? Ja. Genau. Drehen. Tja, Wahnsinn. Kann echt schön aussehen. Mal zum Vergleich. Vorher. Nachher. Vorher. Nachher. Gerade neu gewaschen wurde. Ja, ist ja auch mal nass. So, die ersten Glocken sind gemacht auf alle Fälle. Jetzt brauchen wir die Leiter wieder. Willst du jetzt noch mal durch oder bist du jetzt hinten? Also ich würde dann jetzt hier erstmal noch mal sehen. Okay. Genau. Ich bin jetzt hier zugange und dann da muss ich gar nicht. Aber hier, wo die Küche ist, extrem, war extrem verschmutzt. Ist so dunkel auch. Das ist, weil die Lampen alle kaputt sind. Ja. Diese LED-Dinger sind echt mal für ein AA. Aber ich jetzt wieder 100 Watt Lampen drin schraube. Meinst du? Das wird teuer. Meinst du? Wir haben ja da, aber das wird teuer. Teuer. Dann wir. Aber Licht im Flur. Gut, dann machen wir hier andere. Ich mache sowieso neue Lampen drin, aber ich guck mal. Die Lampenschirme erstmal wieder an. Zwei Tische, zwei Betten, Badewanne. Was gemacht habe, ne? Und dann hat sie ihre. Vorne müssen die Glühbirnen stehen in so einer Packung. Auch ein bisschen steuerlich.
Jetzt leuchtet das schon sehr hell. Mama wird das sehr gefallen. So, Alice, es ist ja fast wie Festbeleuchtung. Oh, Erleuchtung. Aber wirklich, ey. Jetzt müssen wir nur noch den. Kannst du mal sehen, aber du, am Anfang waren die genauso, die anderen. Das ist Lampe 1 von 50 in diesem Raum. Jetzt will man zum nach 9. Nein, wir müssen jetzt hier auf der. Im letzten Winter habe ich alles oben mal abgestaubt. Das ist auch schon wieder ein Jahr her. Das ist locker ein Jahr her, weil da oben ist richtig. Da nee, müssen wir ein Jahr her. Den Lampenschirm dran machen? Ne, wir müssen erstmal die Lampe befestigen in der Decke. Jetzt gehen wir zu der Lampe, weil die ist rausgerissen aus der Decke. Das ist immer gefährlich. Vielleicht fällt sie sogar. Vielleicht wird vorher erstmal der Tisch abgeräumt. Oh. Malitschke. Da kann ich ja gar nicht arbeiten so. Dann mache ich erstmal eine andere Lampe. Mache ich erstmal da hinten die untere Lampe noch was drin. Ja, was stärkere. Und dann noch ein bisschen abstauben. Upsa. Butschi, butschi. Kannst du mir einen Pinsel geben? Und gleich mal dieses, guck mal, wie beschissen die leuchtet. Und gleich mal das hier mit beiden Händen anfassen und abstellen. Kannst du schon in die Küche in den Abwasch stellen. Ne, guck mal, das sind auch nicht die Osram, das ist Livaro. Livarno Lux. Was war die denn hier? Total bekackte Lampen. Weil das Metall das einzige ist, was warm ist. Erstmal hier hochfahren, dann kannst du hier durchlaufen, falls du willst. Okay, ich brauche die Birnen. Ich mache runter. Da kann die Hitze nicht weg. Staut sich und dann sind da drin 1000 Grad oder so. Man muss ja auch dazu sagen, dass bei uns Lampen, Glühbirnen austauschen, immer so ein Akt ist. Muss man ja auch mal dazu sagen. Das ist ja nicht eben mal schnell getan. Schlaflampe. Kommen wir ja jetzt schon eine halbe Stunde hier. Gottes Willen. Das ist auch die Stromkabel. Ja, ja, eben. Ja. Das ist unglaublich. Was? Guck dir mal die Sonne an. Geil. Abheften. Die ganzen Früchte irgendwo. Ja, ich dachte, das wären Blumen. Früchte im Hort? Ja, Blumen, das ist Blumen. Aber dieser Strudel auch immer ein bisschen, ne? So geil, ey. Okay. Zeug, Schaumdreher. Hallo? Ja. Was ist? Kannst du mir helfen? Nimm mal bitte das. So, dafür ist es gedacht.
Ja. Kannst du mal nehmen? Einfach ein Müll. Müll? Ein Müll, bitte. Schöne Geheimversteck hier. So, das leere Rohr liegt schon mal da. Wunderbar. Ah, dafür ist die Mütze gut. Da muss ich eine ganz lange. Jo, jetzt bin ich im Keller und muss improvisieren. Improvisieren. Wie immer. Wie machen wir das am besten? Wir nehmen natürlich irgendwas. Also ich muss durch die Strohdecke durch. Strohdecke, dann kommt Luft, so viel, und dann kommt die Verschalung für den, von der Schüttung, die alte. Jo. Da muss man erstmal durch. Das mache ich. Das ist überhaupt kein Hit. Das mache ich. Knick, knack, rucki, zuck. Wie viel Gewicht kann da noch ran? Da muss ich das, ich baue das natürlich jetzt für die Ewigkeit. Das ist jetzt gleich wieder so ein Ding. Ja, ich dachte, ich schraube mal Haken rein und das war's. Aber nee. Yay. Also, das brauche ich. Ich weiß noch nicht genau, was ich jetzt damit mache. Ich weiß es noch nicht genau. Das ist wie immer improvisiert. Also. Erstmal Fakt, diese Ösen brauchen wir ja zum Verschrauben. Deswegen biege ich die um. Jetzt brauchen wir Schrauben. Dann. Tada! Das kommt in die Decke geschraubt. Mensch, da reicht ja fast der eine. Macht perfekt, das hängt eigentlich gut. So, das ist die Glocke von der Lampe. Traumhaftes Stück. Ein traumhaftes Stück. Also okay.
hell, hell. Gut, dass jetzt so schön wieder drauf ist. Jo. Jo. Na Mensch, ist das eh nicht erledigt, steht das nächste auf der Liste. So ist das hier.